Der HC Leipzig. Deutscher Rekordmeister im Handball mit 21 Meistertiteln, 8 Pokalsiegen und 4 Europapokalsiegen. Für die Saison 2015 und 2016 hat sich die Mannschaft viel vorgenommen. Fast 50 Spiele gilt es zu meistern. Wir begleiten den HCL für ein Jahr und schauen uns vor allem an, wie die neuen Spielerinnen in Leipzig Fuß fassen. Die erste gemeinsame Aufgabe führt die Mädels vor die Kamera. In der Arena Leipzig wird der neue Imagefilm gedreht. Hier sehen wir auch zum ersten Mal die drei Neuen. Xenia, Nele und Franzi. Wie ihr seht, laufen wir jetzt von unserem Hotel da hinten, das Esplanada, zum Steg. Dort wartet eine Überraschung auf uns. Was genau, wissen wir auch nicht. Noch hat die Spielsaison nicht begonnen, aber in der Vorbereitung wird schon geschwitzt. Die Spielerinnen sind für eine Woche im Trainingslager im Hotel Esplanade am Scharmützelsee, um sich auf die Saison vorzubereiten. Heute wird das harte Training durch Teambuilding aufgelockert. Und nebenbei ist auch noch Zeit, um die traditionelle Siegeszeremonie im Wasser zu üben. Anfang August wird das Training zur Auflockerung ins Wasser verlagert. Jetzt geht's los. Ich freue mich drauf. Bei 35 Grad im Schatten probiert sich die Mannschaft im Wildwasser-Rafting am heimischen Markleberger See. Kaya, was ist das Wichtigste heute? Dass wir nicht unterkühlen. Mir ist schon ein bisschen kalt. Deswegen zieh ich mir jetzt noch ein Jäckchen an. Wie jedes Jahr im Sommer treffen sich die Spielerinnen mit Sponsoren und Freunden des Clubs im Golf- und Country Club Leipzig. Wir haben heute zweimal trainiert bei der tropischen Hitze und dann sind wir hierher gekommen in den schönen Golfpark. Die golfenden Freunde des HCL durften schon den ganzen Tag auf dem Platz genießen und am Abend kommen die Spielerinnen dazu. Wir als Mannschaft, wir genießen das, glaube ich, immer, dann so ein bisschen Abwechslung zu haben und vor allem auch mal nicht in den Sportklamotten unterwegs zu sein, sondern in Zivilklamotten und über Golf, den Sportart, den wir nicht so kennen, sich zu unterhalten, ist immer wieder eine Abwechslung. Und ich finde es eigentlich ganz nett, ja. Auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung. Wir genießen das gute Essen und das schöne Wetter. Eine weitere schöne Tradition, die Autogrammstunde zur Saisoneröffnung im Bräuninger am Markt. Das Modehaus in der Leipziger Innenstadt ist seit vielen Jahren Sponsor und Ausstatter für Freizeit- und Abendbekleidung. Hier bietet sich auch die erste Möglichkeit für die Fans, sich von den Spielerinnen die brandneuen Autogrammkarten und Poster signieren zu lassen. Drei Tage später wird die Saisoneröffnung im Herrenhaus Möckern gefeiert. Mit dabei sind alle Sponsoren, Förderer und Medienpartner des HCL. Das ist natürlich auch ein Fall für Peter Escher. Siege, Siege, Siege und viele treue Fans, das ist die Arena immer auf dem Nebenplatz. Bevor das Buffet gestürmt werden darf, wird die Mannschaft vorgestellt. Der inzwischen fertiggestellte Imagefilm feiert Premiere und Trainer Norman Rentsch erklärt die Zielstellung für die Saison. Und am Rande spielt Manager Kai Sven Henner für uns das Orakel vom Herrenhaus. Saisonauftakt, da weiß man nie so richtig, wo man steht. Aber ich denke schon, die Mannschaft ist bereit. Wir gewinnen, ganz klar. 18 Spielerinnen, 50 Spiele, 3000 Spielminuten, 1000 Trainingsstunden und 3 neue Spielerinnen. Ein Team, ein Ziel. Im
ersten Heimspiel treffen die Mädels auf den deutschen Vizemeister und DHB-Pokalgewinner Buxtehude. In der Halle ist die Anspannung vor dem ersten Heimspiel zu spüren, aber für die Fans ist die Sache klar. Also wenn wir nicht an sie glauben würden, dann wären wir keine Fans. Und auch der Trainer ist zuversichtlich. Ja, es ist das erste Heimspiel in der Saison. Die Mädels sind sehr, sehr heiß und das Publikum wird heute ein tolles Spiel sehen. Und dann geht es los. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten kommt der HCL um die 20. Minute herum richtig in Schwung, mit lautstarker Unterstützung von den Rängen. Spätestens in der zweiten Halbzeit ist die Stärke der Leipziger Mädels überdeutlich. Mit sensationellen 9 Toren Vorsprung gewinnt Blau-Gelb gegen das Spitzenteam aus dem Norden. Die Erleichterung ist bei allen zu spüren. Die intensive Vorbereitung führte direkt zum ersten Heimsieg. Damit ist die Saison auf der richtigen Spur. Geil war's. Wir haben uns viel vorgenommen, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Hatten am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, konnten uns nie absetzen. Aber dann am Ende konnten wir doch mit unserer Abwehr punkten und dann schnell nach vorne spielen. Es fühlt sich genial an. Also wirklich, wir haben so hart trainiert die letzten paar Wochen und unser Trainer hat immer gesagt, wartet ab, es zahlt sich aus und jetzt haben wir einfach Buxtehude mit 9 Toren besiegt und das ist einfach geil. Auch wenn in der Saison wenig Zeit für anderes bleibt, haben die Mädels heute einen ganz besonderen Termin. B-Jugend von Motor Gules Nord hat einen Bezirkspokal gewonnen und hat als Gewinn vom Handballverband ein Training mit der Bundesligamannschaft des HCL gewonnen, was ja auch nicht alltäglich ist, aber auf jeden Fall für die Kids natürlich ein super Erlebnis. Das Training selbst ist natürlich für die Mädchen was ganz Aufregendes. Ja, die sind völlig nervös und ich denke mal, aber trotzdem, ich habe vorher schon gesagt, sie sollen entspannt an die Sache rangehen. Das wird sich, denke ich mal, in den nächsten 5 Minuten von ganz alleine regeln. Neben einer professionellen Erwärmung, dem Trainieren von Spielzügen und vielen Tipps zur Spieltaktik, nehmen die jungen Spielerinnen auch einige psychologische Erkenntnisse mit. Ich werde sicherlich für mich als Torhüterin sehr viel mitnehmen können. Ein paar Taktiken, dass man, auch wenn man im Spiel vielleicht mal verliert, trotzdem noch gut drauf ist und auf jeden Fall bis zum Ende kämpft. Ich denke, für die Mädels ist es was Besonderes, für uns auch, mal den Part als Trainer so ein bisschen zu übernehmen. Das Können von einem weiter zu vermitteln, macht uns auch Spaß. Ja, guten Morgen, ich bin Nele, ich bin die neue Torhüterin. Nele ist 25 Jahre alt, 1,87 Meter groß, steht im Tor, ist Lehramtsstudentin, liest gern, spielt Badminton und geht gern auf Flohmärkte. Es ist kurz vor 7, wenn mich nicht alles täuscht, und ich muss in die Uni zu einer Mathe-Vorlesung. Also deswegen bin ich wach. Nele studiert Lehramt für Englisch, Geschichte und Mathe. Nach der Uni wird es bei Tageslicht noch 2 Trainingseinheiten geben und wir fragen uns natürlich, wie so ein Pensum zu schaffen ist. Der Vorteil war, dass ich sozusagen erst zum HCL gekommen bin, als ich einen Großteil meines Studiums schon geschafft hatte. So, und ich habe jetzt nicht mehr so viel zu tun und da lässt sich das ganz gut vereinbaren. Nele kommt aus Leipzig und spielte schon in der Jugend beim HCL. Die Trainer Norman Rentsch und Wieland Schmidt kennt sie allerdings aus anderen Vereinen. Waren die beiden eigentlich ein Grund, wieder hier zu spielen? Auch ja. Also ich meine, es ist natürlich gut zu wissen, auf welchen Trainertyp man sich einlässt. Aber ich glaube, ich wäre auch für
Wenn es im HCL gegangen wäre, wäre ich auch für andere Trainer hierher gekommen. Ja? Ja. Okay, also bist du auch, weil es ein Stück Heimat ist? Wieder? Heimat, Kindheitstraum. Ich meine, ich glaube, jeder Handballer aus Leipzig hat vielleicht irgendwann mal den Wunsch, oder jede Handballerin mal beim HC Leipzig zu spielen. Ich finde, man arbeitet hier irgendwie ein Stück weit professioneller noch, was so eben auch Marketing betrifft und auch im Umgang mit den Spielern, dass man eben wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, man ist schon ein kleiner VIP. Also irgendwie ist es schon, was Besonderes für ein HCL zu spielen, bei Bräuninger zu hängen und so eine Sachen. Das ist schon, ja, selbst wenn man noch nicht so bekannt ist, ist das schon cool. Zum Sport ist Nele übrigens durch ihren Vater gekommen, der sie als Kind zu Handballspielen mitgenommen hat. Sie fing dann zunächst mit Volleyball an, wechselte erst später zum Handball. Nach Markranstädt, Frankfurt, Altlandsberg und Zwickau ist sie nun wieder in Leipzig gelandet. Und was hat sie sich vorgenommen? Für mich persönlich habe ich mir vorgenommen, jetzt erstmal anzukommen, Teil dieser Mannschaft zu werden, irgendwie meinen Platz da zu finden. Und mannschaftlich kann es eigentlich gerade gar nicht besser laufen. Es ist anstrengend, weil es einfach übelst viele Spiele sind, aber ich denke, dadurch, dass wir eben so eine geile Mannschaft sind, fällt das nicht so auf, dass es danach wirklich anstrengend ist. Na dann, herzlich willkommen beim HCL. Im Pokal-Viertelfinale trifft Leipzig Anfang Januar auf Metzingen. Das ist die letzte große Hürde vor dem Final Four. Wie gehen die Mädels in dieses Spitzenspiel? Das ist so ein Merkmal der Mannschaft geworden, dass wir deutlich konstanter sind, dass wir auch in unseren Leistungen wachsen. Manchmal gehört vielleicht auch ein forscherer Ton dazu. Wir sind so ein gutes Team, die gerade so fest zusammenhalten und das eben ein böses Wort zu dem führt, dass wir nur noch einen Schritt schneller laufen. Man motiviert sich die ganze Zeit, von der Bank kommt ganz viel, von Torhüter kommt ganz viel, von links, rechts, da ist man nie alleine. Eine zusätzliche Motivation. Mit einem Sieg kommt Leipzig als Austragungsort für das Final Four in Frage. Wie erwartet wird es kein leichtes Spiel. Vor allem die Abwehr der Tussis ist extrem gut aufgestellt. Zudem spielt der Gastgeber über weite Strecken in Unterzahl. Das ergibt zur Pause nur ein 14:14 und einen Haufen blauer Flecke. In der zweiten Halbzeit bleibt das Spiel zunächst noch auf der Kippe, doch nach und nach platzt der Knoten. Der HC Leipzig kann sich immer häufiger absetzen. Einen der entscheidenden Treffer erzielt Chenya in einem 7 Meter in der 55. Spielminute. Zum Schluss steht es 32:27 und der Jubel über den Einzug ins Halbfinale ist riesengroß. Da, aber auch mit der Erwartung reingegangen, dass es hart wird. Und wir haben alles gegeben und wir haben uns nie aufgegeben und das war einfach das Wichtigste. Die 60 Minuten ging es auf und ab und es war ein ziemlich verrücktes Spiel. Ich dachte in der zweiten Halbzeit, Mist, jetzt gehen wir es aus der Hand, aber wir haben echt cool gespielt, trotz einer Haufen Unterzahlsituationen. Haben uns dann so die entscheidenden Situationen, die entscheidenden Momente immer auf unsere Seite geholt und deswegen gewinnen wir das Ding auch noch am Ende mit 5. Hi, ich bin die Franzi Mietzner und ich bin eine von den Neuen beim HCL. Franzi ist 27 Jahre alt, 1,92 Meter groß, spielt Rückraum links und rechts, ist Studentin, fährt gern Fahrrad, macht Wintersport und liegt gern in der Sonne und hört Musik. Und ich nehme euch heute mal mit in meinem Tag. Wir fahren jetzt erstmal kurz zur Tankstelle, weil ich weiß nicht, wie weit mein Auto es noch schafft. Und dann geht's erstmal ab zum Markt, ein paar frische Lebensmittel kaufen. Franzi startete ihre Karriere beim Frankfurter Handballclub und kam über den THC nach Leipzig. Sie hat mit der Nationalmannschaft 70 Spiele absolviert und war 2008 Spielerin der Saison,
und 2011 Handballerin des Jahres. Ist sie eigentlich in Leipzig schon angekommen? Total. Also ich habe mich hier seit der ersten Woche super wohl gefühlt. War auch vorher schon einige Male hier, um eben Freunde zu besuchen. Und es ist einfach eine richtig schöne Stadt. Und ich glaube, es ist schwer, sich hier nicht wohl zu fühlen. Franzi erzählt uns von ihren Plänen, ab Juli ihren Master in BWL zu machen. Sie verrät uns aber auch, dass sie gern Klavier spielt. Und wir nutzen die kurze Pause an der Tanke, um herauszufinden, ob das mehr als ein Hobby sein könnte. Definitiv nicht. Also ich habe 2 Jahre, glaube ich, nur wirklich Klavierunterricht gehabt und danach hat dann einfach die Zeit gefehlt und es war eigentlich immer klar, dass Handball absolute Priorität bei mir hat. Zum Handball kam Franzi durch ihre Mutter Katrin Mietzner, legendäre Handballerin in Frankfurt und in der DDR-Nationalmannschaft. Franzi trat schon zu Schulzeiten in die Fußstapfen ihrer Mama und spielte bereits mit 16 Jahren in der Bundesliga. Entsprechend zeitig war ihr klar, dass der Handball ihre Zukunft sein wird. Nach dem Markt geht es direkt zum Training. Was man ihr inzwischen nicht mehr ansieht, gleich im ersten gemeinsamen Trainingslager hat sich Franzi verletzt und erst mit dem neuen Jahr ist sie wieder voll einsetzbar. Es ist halt blöd, wenn man neu in die Mannschaft kommt und dann direkt verletzt ist, weil man muss ja auch erstmal ins Team finden, aber die Mädels haben mich trotzdem super aufgenommen und ich fühle mich auch sehr wohl in der Mannschaft. Dieser menschliche Zusammenhalt, ich glaube, dass das dieses Jahr auch echt eine Stärke von uns ist. Klar fallen auch mal ein paar harte Worte, aber so ist es immer im Meistersport. Man muss auch Kritik annehmen können und das ist das, was das Team weiterbringt und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Herzlich willkommen, Franzi. Ende Januar, Heimspiel gegen den Thüringer Handballclub. Die Arena ist vollständig ausverkauft, die Mädels sind in Topform und der THC scheint durchaus besiegbar. Entsprechend gut ist auch die Laune bei Co-Trainer Max Berthold. Jetzt gerade ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Ausgangssituation. Da hatten wir jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, dass es richtig gute Chancen heute gibt und ich denke, alle freuen sich. In HCL geht die Partie optimal los. Schnell steht es 8:2 und die Thüringerinnen brauchen bis zum Ende der ersten Halbzeit, um zumindest auf 11:13 heranzukommen. Aber in der zweiten Halbzeit ist der Wurm drin. Die Thüringerinnen spielen immer wieder mit der siebten Feldspielerin und bringen so die Abwehr des HCL durcheinander. Zwischenzeitlich ist der THC so überlegen, dass es 24:18 steht. Trotz eines letzten Aufbäumens, in dem die Mädels noch einmal auf 30:31 herankommen, reicht es am Ende nicht und die Gäste gewinnen mit 34:30. Fans und Mannschaft sind sichtlich enttäuscht. Wir sprechen mit Carolina nach dem Spiel, die zwar am häufigsten für den HCL traf, aber dennoch geknickt ist. Ich würde sagen, dass heute unsere Abwehr war gar nichts. Und wenn man 34 Tore zu Hause bekommt, kann man das Spiel nicht gewinnen. Ja, ist einfach schade, aber wie gesagt, wir haben nichts verloren und der Welt geht weiter und wir kämpfen weiter. Hi, ich bin die Xenia. Ich bin seit Sommer jetzt in Leipzig. Xenia ist 23 Jahre alt, 1,83 Meter groß, spielt Rückraum links, ist Studentin, geht gern spazieren, shoppen und genießt ihre freie Zeit. Heute steht ein relativ lockeres Programm an und zwar laufen wir zuerst 25 Minuten in einer mäßigen Herzfrequenzzone, dann kommt ein Lauf-ABC und dann 5x60 Meter Steigerungsläufe und dann nochmal auslaufen. Das war's dann für heute Morgen. Xenia begann ihre Laufbahn in Trier und war lange Zeit beim Thüringer HC. In der Saison 2013-2014 war sie Bundesliga-Torschützenkönigin. An diesem eisigen Februarmorgen begleiten wir sie beim Lauftraining mit ihrem Sportmops Naomi.
fahren jetzt ins ARZ. Das ist das ambulante Reha-Zentrum. Die sind auch Sponsor von uns. Und da fahren alle Spielerinnen hin, die ein paar Wehwehchen haben, die sich einfach mal pflegen lassen wollen. Xenias Eltern sind beide berühmte Handballer, die olympisches Gold und 2 Weltmeistertitel vorweisen können. Auch Xenia spielte bereits über 40 Partien für die Nationalmannschaft. Um dem Leistungsdruck standzuhalten, ist es wichtig, immer wieder Regenerationsphasen einzubauen. Und sei es nur eine Massage im ARZ. Ich war gerade bei der Behandlung. Jetzt bin ich entspannt für den Rest des Tages. Wir machen uns nun gemeinsam auf den Weg in ihr Lieblingscafé und nutzen die Entspannung, um nach ihren Emotionen beim Spiel zu fragen. Ich kann meine Emotionen nicht so gut eingrenzen, sagen wir es mal so. Wenn mir was nicht passt, dann sieht man es mir einfach an. Und sowohl Positives als auch Negatives. Also ja, es ist einfach, wenn mir was nicht passt, sieht man es mir einfach an. Viele Spielerinnen nutzen die sozialen Medien, um noch direkter mit den Fans zu kommunizieren. Auch Xenia hat erfolgreiche Accounts auf Facebook und Instagram und man spürt, dass ihr dieser Austausch wichtig ist. Fans spielen eine sehr große Rolle bei uns. Es ist einfach ja, der siebte Mann. Das sind die, die uns dann in schwierigen Situationen pushen. Und umso wichtiger finde ich einfach, dass wir den Kontakt zu den Fans pflegen, dass wir uns bedanken dafür, dass sie uns auch anfeuern. Willkommen in Leipzig, Xenia. Am Osterwochenende gewinnt der HCL zu Hause gegen den BVB, der mit 3 neuen Weltklasse-Spielerinnen zum erweiterten Favoritenkreis der Saison zählt. Seit Anfang Februar standen zahlreiche Auswärtspartien und Spiele mit der Nationalmannschaft auf dem Plan. Und so genießen die Mädels nach dem erkämpften Heimsieg einen gemeinsamen Abend. Wir sind hier schon seit Jahren und es ist immer gemütlich hier und wir fühlen uns hier sehr willkommen und kennen jetzt auch die Leute hier schon und ja, jeder geht hier ein und aus und gerade unter uns Handballern können wir auf den Sieg anstoßen. Relativ viele trinken Porn Star Martini. Das ist so ein Getränk geworden, den glaube ich jeder schon mal hier probiert hat und der Wodka-Pfirsich-Pfeffer, der wird eigentlich auch immer mal getrunken. Auch Anne Müller ist mit dabei, wenngleich sie inzwischen in Dortmund spielt und heute zumindest nicht auf den Sieg anstoßen kann. Und wer sich jemals Sorgen gemacht hat, dass die Mädels nur hart trainieren, sei beruhigt. Abende wie diesen können sie auf jeden Fall genießen. Anderthalb Monate später sind wir zu Besuch bei der Partie gegen Frisch auf Göppingen. Vor dem Anpfiff machen wir einen kurzen Abstecher in die Kabine, wo Norman Rentsch die Mädels auf das Spiel einschwört. Heute ist es unsere Zeit. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt in unserer Saison. Ich will, dass wir da als Mannschaft auftreten, unseren Matchplan 2015-16 Vollgas umsetzen. Und das kriegen wir nur hin über die Abwehr. Zwischen 6 und 9 Meter ist unser Raum, Mädels. Den verteidigen wir bis aufs Letzte. Von der ersten Minute an gehen wir da Vollgas. Da kommt keiner rein, ohne Kontakt, ohne dass es wehtut. Absolute Dominanz möchte ich da hinten sehen. Absolute dominante Abwehr. Das brauchen wir. Mit Herz, mit Leidenschaft. Und so gehen wir in dieses Spiel rein. Göppingen hatte 3 Wochen zuvor den THC bezwungen. Entsprechend konzentriert starten die Leipzigerinnen. Außerdem müssen sie noch einen Schock verdauen. Michelle Urbicht hatte sich im Abschlusstraining die Schulter ausgekugelt und wird nun für den Rest der Spielzeit ausfallen. Bis zur Pause erarbeitet sich die Mannschaft vor knapp 2000 Fans einen 8-Tore-Vorsprung, den es in der zweiten Halbzeit weiter auszubauen gilt. Trainer Norman Rentsch lässt nicht locker. Im letzten Bundesliga-Heimspiel gewinnt der HCL schließlich mit 37-27 und zieht damit mit dem THC gleich auf. Direkt nach dem Spiel ist die Freude über den Sieg riesengroß, aber die Gedanken sind bereits beim Finale gegen die Thüringerinnen. Also ich müsste mit dem HCL rechnen, der jede Menge offene Rechnungen aus den letzten Jahren hat. Wir sind alle super motiviert und heiß.
ich habe immer gehofft, dass es so kommt, weil das ist eigentlich das Coolste. Das ist wie so ein Finale bei einem Turnier. Also das ist das Spiel, wo sich alles entscheidet. Am 14. Mai geht es zum letzten Spiel der Bundesliga-Saison zum großen Rivalen nach Bad Langensalza. Im Meisterschaftsfinale zwischen den beiden besten deutschen Mannschaften entscheidet sich, wer den Titel gewinnt. Vor Ort wird das Team von den Leipziger Fans herzlich begrüßt und beim Weg in die Halle passen wir noch Manager Kai-Sven Henner ab. Wir haben schon oft hier gespielt, auch wichtige Spiele, aber so ein Ding, Crunchtime, der am Ende gewinnt, ist Meister, das hat man so noch nicht. Die Spannung steigt direkt vor der Partie ins Unermessliche. Und so gut sich die Mannschaften auch kennen, hier geht es nicht darum, Freundschaften zu pflegen. Doch schon in der ersten Halbzeit zeichnet sich ab, dass die Thüringerinnen nicht weniger entschlossen sind. In einem überaus harten Spiel bleibt es bis zur Pause spannend, auch wenn die Überlegenheit des THC nach und nach spürbar wird. Als zu Beginn der zweiten Hälfte die Thüringerinnen drei Treffer hintereinander erzielen und mit 16:11 in Führung gehen, scheint der Widerstand der Mädels endgültig gebrochen zu sein. Zum Schluss steht es 31:20 für den THC und die Enttäuschung beim HCL ist groß. Nach nur 6 Tagen treffen die Mannschaften wieder aufeinander. Dieses Mal geht es um das Final Four des DRB-Pokals. Die renommierte Veranstaltung findet nach 2014 bereits zum zweiten Mal in der Arena Leipzig statt, die mithilfe der Leipziger Fans bestens auf das Spektakel vorbereitet wurde. An 2 Tagen sehen insgesamt 10.000 Zuschauer 3 packende Spiele. Gleich am Freitag wiederholen sich die letzten Begegnungen der Bundesliga. Leipzig trifft auf den Meister Thüringen und Dortmund auf Blomberg-Lippe. Für den HCL bietet dieses Spiel nach der Niederlage in Thüringen die Chance zur Revanche. Das Spiel der Leipzigerinnen beginnt mit dem 1:0 durch Carolina, der erste von insgesamt 13 Treffern für die Kapitänin. Wer nach dem letzten Samstag befürchtet hatte, dass die Mädels sich nicht so schnell erholen würden, konnte schon zu Beginn der Partie spüren, dass hier noch gar nichts entschieden war. Ganz im Gegenteil, die Gastgeber lagen in der ersten Halbzeit nur einmal kurz hinten und auch der sonst so häufig brenzliche Start in die zweite Halbzeit wurde diesmal souverän gemeistert. Aus dem 15:12 zur Pause wurde schnell ein 18:14. Und nun ließen die Blaugelben nichts mehr anbrennen. Die Konzentration war auch in der zweiten Spielhälfte ungebrochen. Nach 13 Spielen ohne Sieg gegen den THC ist schließlich die 3,5-jährige Leidenszeit beendet. Mit 30:23 Treffern werden die Thüringerinnen besiegt und der Einzug ins Pokalfinale ist gesichert. Arbeit zu machen und so hat es heute geklappt. Jeder hat was dazu getan, jeder hat gebissen, jeder hat gekämpft und super Revanche. Es hat so viel Spaß gemacht, die Halle hier noch. Wir haben uns gesagt, es ist unsere Halle und es ist an der Zeit, dass wir es endlich mal zeigen. Ja, der THC ist auch nur eine Mannschaft, die mit Wasser kocht. Im zweiten Halbfinale setzt sich Borussia Dortmund gegen die HSG Blomberg-Lippe mit 29:26 durch und damit steht das Finale für Samstag fest. Der HCL trifft auf den BVB aus Dortmund. Vor fast 4.600 Zuschauern kommt es dann am Samstag zum großen Showdown. Bei aller Spannung ist die Stimmung sommerlich ausgelassen und die Fans auf beiden Seiten freuen sich auf ein hochklassiges Handballfest.
Auch die Mädels wirken nach dem gestrigen Sieg gelöst und so steht einem berauschenden Saisonabschluss nichts mehr im Wege. Nun gilt es, nach 2014 zum zweiten Mal zu Hause den Pokal zu holen. Doch gleich zu Spielbeginn wird klar, Borussia Dortmund, erst seit dieser Saison wieder in der ersten Bundesliga, macht es den Gastgeberinnen alles andere als leicht. Immer mal wieder gibt es einen kleinen Vorsprung für die Leipzigerinnen, aber ein ums andere Mal wird dieser auch wieder aufgeholt. Zur Pause zeigt die Tafel entsprechend ein absolut angemessenes 13:13. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit können sich die Mädels dann zum ersten Mal etwas absetzen. Carolina erhöht mit 2 Treffern hintereinander auf 19:16, während Katja hinten die Gegentore verhindert. 3 Minuten vor Schluss führt Leipzig mit 28:26 und Kaya trifft in ihrem vorerst letzten Spiel für den HCL spektakulär zum 29:26. Trotz 2 weiterer Tore für Dortmund reicht das. Mit 29:28 wird der BVB knapp besiegt und die Mädels belohnt sich mit dem DAB-Pokal vor heimischer Kulisse für eine starke Saison. Vor der Siegerehrung werden herausragende Einzelleistungen geehrt. Neben den beiden Torhüterinnen Katja und Clara gewinnt Carolina hochverdient den Preis als beste Spielerin. Und dann ist es soweit. Der Pokal krönt die Saison 2015-2016 und damit ist die Party eröffnet.